Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Mario Pension, der hat keinen Bock mehr. Der sagt sich, ne. So, hier, den Tod können wir auch direkt mit in den Kreisdingen ziehen. So, warum schüttel ich so oft? Ganz einfach. Ich muss mir erstmal meine Fernbedienung hier anziehen. So. Letzte Welt von der Wüste, glaube ich. Letzter Stern in der Wüste, oder hatten wir den schon geholt im letzten Part? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, wir müssen noch einen holen und dann... Nee, stopp! Wir haben den schon geholt, oder? Wir können jetzt direkt zu Bowser, oder? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Wir wollten den Bowser machen. Was habe ich denn im letzten Part erzählt, was ich machen will? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, wir haben den Kometen gemacht, genau. Hier haben wir alles. Wir haben alles, Leute. Very good. Dann können wir jetzt mit 33 Sternen den Bowser machen. So, Sterne haben wir schon lange genug für den Bowser. Hätten ihn auch schon direkt am Anfang machen können. Ich glaube, 80 Sterne braucht man, um das ganze Spiel durchzuspielen. Wenn man jetzt nur darauf aus ist, schnell den Endkampf zu machen mit dem Bowser. Oder 70 sogar. Sind auf jeden Fall nicht viele, die man da braucht. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Das sieht gefährlich aus. Schwerkraft ist hier in dem Level sehr gefragt. Zack. Und ein Luma. Was hast du uns zu sagen? Hier sind haufenweise Fallen. Achte auf die Gravitation und geh weiter. Oh mein Gott. So, dann wollen wir doch uns das ganze Spektakel mal reinziehen hier. Einmal hier drauf. Oh mein Gott. Ja, kein Bock zu warten. So. Wollen wir mal gucken. Was gibt's denn hier Schönes? Aha. Ist das jetzt sinnvoll? Jo. Oh mein Gott. Ich habe gerade jetzt schon gedacht, jetzt wäre es vorbei. So, hier runter ist auch noch in Ordnung. Okay, wir müssen da oben hin. But where kommen wir da hin? Ach so, wir müssen hier... Ach so, okay. Sieht schwerer aus, als es ist, glaube ich. Nein! Scheiße. Hoch. Ey. Komm. Komm. So, jetzt aber. Das ist alles ein bisschen verwirrend, weil die Perspektive so schön ist. Hier drauf. Und hier drauf. Aha, so. Leute, zieht euch das mal rein. Hopp. Sehr schön. So gefällt mir das doch viel besser schon. So. Shit auf Luma. Luma ist egal. So, jetzt hier. Kommt doch bestimmt noch so ein Ding, oder? No, never ever. So, schnell durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Was haben wir hier? So. Und... ein Leben für mich. Her damit. Ja, genau. Renn weg, ey. Gib mir das Leben. Ey, Leute, das haben die hier... das haben sie geil gemacht, aber es ist schon echt nicht ganz, ganz einfach, wenn man ehrlich ist. Vor allem, was hier das Schwierige ist, ist wirklich diese unglaublich often Perspektivenwechsel hier. Man hat so oft einen Wechsel der Perspektive, das geht echt gar nicht. So, jetzt fällt man runter, dann muss man wieder da aufpassen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier hin, weil wir sonst direkt in die... Ah, sonst klatschen wir nämlich direkt da rein. Zack. Boah. Nein! Nein! Ey, mal ganz im Ernst. 2 Sekunden mehr Zeit und wir wären da oben. Was für ein Scheiß. Ey, nee, jetzt können wir das nochmal machen. Ich glaub's nicht, Leute. War das knapp, war das knapp, war das knapp oder war das knapp? Boah, ey, Bowser Stage hier ist nicht einfach. Vor allem, ich frag mich, was soll dieses lilane Zeug da überhaupt sein? Was soll das sein? Haben sie jetzt dunkle Materie rausgeholt oder was haben die da? Was haben die sich dabei gedacht, Leute? Das ist echt eine gute Frage.
Zumindest finde ich, dass das eine gute Frage ist. Und ich frage mich auch ganz ehrlich, was das soll. So, jetzt sind wir hier wieder an unserer beliebten Stelle. Jetzt werden wir erstmal so. So. Zack. Und jetzt müssten wir nämlich... So, genau. So. Boah, Leute. Not easy. Not easy. Wow! Hab ich gerade Schiss gehabt. Aber hier scheint's richtig zu sein. Hier scheint's richtig zu sein. Wir scheinen richtig zu sein. Oh. So. Wo geht's lang? Sag mal. Hör mal, hier oben. Luma. Luma Action. Was ist los da? Sag mal. Nimm die Treppe hier. Ach so, jetzt schießt ihr wieder Feuerbälle. Ey, geile Sache. Die Pilze sind immer geil. Die braucht man. Luma Action. Nimm die Treppe. Vielen Dank. Wie, nee. Ja, vielen Dank. Und hier ist er. Der nächste Bowser, Leute. Jetzt kriegt er eins auf die Mütze. Da. Der Fette. Na? Schmeißfliege. Bist du schon da? Du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein, Mario. Aber hier endet dein Dasein als mein Erzfeind. Ja, da sind wir doch mal gespannt, was du dir da jetzt wieder Schönes ausgedacht hast. Ach, Hermijemine, das war's ja. Genau. Man musste den ja dazu... Ja, war klar. Ah, so war das genau. Ich weiß schon immer, wie es war. Guck mal hier. Jetzt kommst du auf der anderen Seite. Zack. Und tschüss. Erster Treffer. Das war's für dich, Bowser. Ja. Ja, mach ruhig Feuerbälle. Das interessiert mich ungefähr so viel wie deine... Dein Hüpfen hier. Zack. 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 Ja, genau. Jetzt hat er auch noch Ballett gelernt, oder was? So. Hopp. Und da läuft er wieder, Leute. Da läuft er. Zack. Nummer 1. Zack. Und zweiter Treffer für den Bowser, Leute. Der dritte wird zugleich folgen. Wenn wir es denn schaffen. Ich muss mich voll konzentrieren, Leute. Volle Konzentration hier bei diesem Kampf. Ganz einfach ist es nicht, auch wenn es einfach aussieht. Ja, und die Feuerbälle gehen drumrum. Er macht hier wieder seine... Boah, super, da kriegst du eine 1 von mir. Guck mal hier. Zack. Und auch den letzten getroffen und jetzt werden wir ihn... Was, er rennt da rum? Ja, jetzt werden wir ihn töten. Zack. Zack. Und das war's, oder? Das muss es gewesen sein, Leute. Das war Bowser diesmal. In 8 Minuten haben wir den Guten mal aufs Kreuz gelegt. Na, was ist los? Der Erzfeind gewonnen, was? Hä? Jetzt sind nicht mit gerechnet, Rotschopf. Du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein. Doch genug des Lobs, während wir uns hier amüsieren, schreitet mein Plan seine Vollendung entgegen. Jammer, schade, Mario. So, auch mal ein bisschen mit... Stimmenänderung. So, der Reason Power Star ist for us. Gib ihn her. Jetzt hat Rosalina wieder ein bisschen mehr Antrieb da in ihrer Bude. Und zack. Das haben wir doch gut gemacht, Leute. So, wir werden uns aber noch drum kümmern, jetzt noch einen weiteren Stern zu holen. Ein Riesenstern pro Part ist zu wenig. Wir müssen mal wieder auf 3 kommen. Ich meine, am Anfang waren wir auch besser. Ich weiß gar nicht, warum sich das jetzt so eingependelt hat, 2. Aber die Welten werden natürlich auch irgendwo immer länger. Also ich würde sagen, viel mehr kann man da gar nicht in einem Part holen. Wir sind schon relativ gut. Würde ich einfach mal behaupten jetzt. So, jetzt ändert sich die Farbe der Kugel in der Mitte und wir haben wieder einen neuen Weg, den wir bestreiten können. Wir gehen jetzt nach oben. Da oben gibt es jetzt auch Wege, wie ihr seht. Jo. Und zwar... Da. Es fehlt nur noch ein so ein Ding. Grün, meine Lieblingscolor, Leute. Ich liebe Grün. Da, da ist das nächste Tor. Dann gibt es nur noch ein Tor, wo wir hin können. Und ja, du hast einen Stern erhalten. Super, und jetzt haben wir direkt alle neuen Galaxien freigeschaltet, glaube ich. Ja. Und, oh, what's this? Was ist denn das hier unten? Hier unten ist noch eine. Was ist das denn? Wir haben herausgefunden, wo die kostbare Person ist. Betrachte die Platte zu deinen Füßen.
Oh mein Gott. Oh. Oh, 01. Das ist die Sternkraft, die zum Erreichen deines Zielorts dem Zentrum des Universums nötig ist. Aha, ein Stern, ja. Das ist natürlich, wenn du Powersterne zurückholst, nimmt diese Zahl ab. Wir brauchen drei, dann könnten wir es durchspielen, Leute. Wie geil ist das denn? Und wenn sie auf Null sinkt, wird die Sternwarte auf dem Kometen wieder als Sternschiff fungieren. Dann können wir uns wohl auch dem Zentrum des Universums nähern. Also, okay, das zur Frage, man braucht 80 Sterne. 63 Sterne tun es auch anscheinend, oder 62. Die Kraft der Sternwarte des Kometen ist zurückgekehrt und sie fungiert wieder als Sternschiff. Was, wir haben schon alles? Achso, wir haben schon alles. Ja, ja, dann, endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo die kostbare Person wartet? Nö, wir warten noch. Wir müssen noch ein paar Sterne holen. Wenn du bereit bist, melde dich bei mir. Nö, Rosalina, das kannst du vergessen. So, ich schätze mal, das eine, was wir da gesehen haben, dieses neue. Ach, guck mal hier, das wusste ich gar nicht. Maschinenraum, da gehen wir jetzt hin. Das ist wahrscheinlich wirklich dieses Bowser-Dingen da, wo wir jetzt hin können. Das wollen wir ja aber noch nicht machen. Wir wollen ja erstmal alle anderen Sterne holen, bevor wir dann dem Bowser den Endkampf machen. Das wird unser... Ah, ne, ich glaube, für die lilanen Kometen braucht man, glaube ich, muss man den Bowser besiegen. Aber wir holen vorher in den Welten natürlich erstmal alles, bevor wir den Bowser machen. Das soll somit das Letzte sein. Alter, ich... Ach so. Okay. Das soll somit das Letzte sein, was wir machen. So, Maschinenraum, ab hier hoch. Doch keine Küche oder Schlafzimmer oder... Da waren wir ja überall schon. Oder Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Ich weiß es nicht. So. Rein da. Auf geht's. Black Luma, wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass wir die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. So, ein Stern machen wir in dem Part noch. Oh ne, jetzt schon wieder die Roboputze, ey. Oh, wir machen das hier, Leute. Wir machen das hier. Auch hier könnten wir wieder direkt überall hin. Schädelgalaxie. Das werden wir noch machen in dem Part. Und dann werden wir auch cutten, schneiden, everything, wie ihr das nennen wollt. Ich weiß es nicht. Neuer Stern, der Stern und die, was, Skeletthaie. Boah, da kann ich mich gar nicht dran erinnern jetzt so im ersten Augenblick. Och, es ist was mit Schwimmen. Das ist natürlich... Oh, ich hasse Schwimmen, ich hasse Schwimmen, ich hasse Schwimmen, ich hasse Schwimmen. Ich hasse Schwimmen in Mario. Ja, ein paar Sternteile mit. Gibt ja noch ein paar. Ich glaube, zwei Gourmet-Lumas haben wir noch vor uns. Der letzte will, glaube ich, 1200 oder so. Das ist einiges, was der will. So. Aha, und was passiert jetzt? Ist das so ein kleiner Endboss hier oder Endgegner oder was? Ja, genau, so eine Hai-Ansicht, alles klar. Ja, bestimmt. So ein fetter Skeletthai, ich glaub's auch. Ja, und genau den müssen wir besiegen, oder was? Ja, mit Koopa-Panzer oder was? Ja, und die Steuerung ist wieder so geil, dass ich den Panzer wieder so leicht hier mitkriege. Das ist... So, hör mal, Hai, wo bist du? Wartet, ich nehme mal so eine Luftblase mit. Wäre vielleicht. Ja, wie? Der trifft nicht! Das glaube ich nicht! Ah, müssen wir uns den nächsten mitnehmen. So, hör mal, Hai, wo bist du? In your face! So. Dem haben wir es aber gegeben jetzt hier. Ein Treffer. Was macht er jetzt? Ja, genau. Ja, so Torpedo-Dinger. Ich glaube, die haben sie nicht mehr alle. Ja, bestimmt. Rastet mal aus. Ich hätte gerne da. Genau, den hätte ich gern. Ja, daneben geschwommen. Alter, wie doof kann man denn sein, Mario? So, komm schon, wo ist er? Ja, ist ja überhaupt nicht vor unserer Nase, ne? Ist ja überhaupt nicht da. Ey, ich wollte die Luft mitkriegen, ich habe die Luft nicht mitgekriegt. Komm schon, komm schon, komm schon, nimm die Luft mit. Yay. Ey, da habe ich was gesehen, was uns nützlich sein wird. Hier, so ein fetter... Alter, was
raus, gib mir den Pilz, gib mir den Pilz, verdammt! Ja, ich hab's schon wieder echt kommen sehen, Leute, ich hab es kommen sehen. So, wo war denn jetzt hier, Koopa, da. Ja, bestimmt, der mit seinem scheiß Piranha. Ja, WTF! Ja, und dann kriege ich den nicht mit. Ja, Alter. So, wo ist er? Wo ist die Ratte? Where is die Ratte? Alter, daneben. Ich glaube es nicht. Wie kann man denn daneben treffen? Aus der Entfernung hat das noch nie einer geschafft, weil er nicht so doof ist wie ich. So, hör mal, Freundchen, jetzt reicht's aber. Wo ist er? Da ist der Fette. Kommst du her? Ja, der hat gesessen. Hau ab. So, tot. Bist du Dev? Komm. Ja, rastet aus. Alter, bestimmt. Aber mit 8 Millionen Prozent. Alter. Boah, die Steuerung kotzt mich an. Alter, ich raste gleich aus. Ey, jetzt hör doch. Wir brauchen den nur noch einmal treffen. Und das passiert jetzt nicht, wetten. Alter, raste aus. Boah, ey. Ja, genau, raste doch aus. Ja, und dann kriege ich den... Verdammt. Ey. Ich brauche die scheiß Blase. Ja, wir haben wieder ein Leben mehr. Ach, guck mal, sowas gibt's auch. Rote Panzer. Ach so. Ja, das ist natürlich jetzt eine Sache, ne? Wo ist er? Wo bist du? Fetter Fisch. Nimm das. Was, der braucht noch einen Treffer? Rastet mal nicht aus. Wie viel denn noch? Ja, daneben. Boah, ey Leute, Hilfe. Das ist kein Endgegner für mich hier. Wir sind bestimmt schon 8 Millionen Minuten über den Part drüber. Alter! Ah, wir haben ihn. Oh, WTF. Ja! Lebt. Ja, komm, das muss es gewesen sein. Das kann nicht sein, dass er jetzt immer noch lebt. Ja! Boah, Leute, was war das für eine knappe Sache? Ja, wir sind bei 18 Minuten, ey. Was war das knapp? Um ein Haar wären wir gestorben. Und wenn wir jetzt nicht schnell diesen behinderten Stern finden, dann war es das für uns leider auch. So, ich möchte jetzt den Stern finden. Wo ist der? Da. Wenn ich da jetzt vorbeischwimme, ne? Und ich schwimme vorbei. Ich glaub's nicht. Kommst du jetzt mal runter da? Ja, geschafft. Geschafft, Leute. Boah, war das eine Geburt, ey. War das heftig. Der hat schon echt in sich gehabt jetzt hier, der Boss. Vor allem, weil wir ja wirklich kurzzeitig kurz vorm Verrecken waren. Das war ja... Boah, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich echt verreckt wäre, ey. Boah. So, komplett. Alles completo, completo. Und in diesem Sinne, Leute... Wow, danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, oder ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer CT Gamer.